Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Time Runs. Wir sind hier in der Fabrik und machen hier noch weiter. Oh, hier ist noch ein Vogel, den ich, naja, bei den Angriffen hier übersehen habe. Beziehungsweise, der ist damals gestorben. Ah. Wir haben hier übrigens eigentlich eine Türe geöffnet, ne, mit dem Raketenwerfer, da wir ja jetzt einen haben. Ich dachte, wir kriegen noch eine weitere Waffe, weil wir im letzten Part noch kurz mit unserem Freund reden konnten, der uns aber nur die Munition auffüllt. Übrigens, früher machte das in Just for German einen Roboter, der nicht unterscheiden konnte, ob man jetzt freundlich oder feindlich war. Man konnte dem auch sagen, hey, verschwind, noch ein. Er sagt, okay, ich gehe. Wir haben einen Vogel hier übersehen. Okay. Jo, das gibt's ja. Sind wir jetzt in der Insektenindustrie? Würde natürlich jetzt Sinn machen. Ja, definitiv, wir sind da. Oha. Ich kann gerade nicht zielen. Noch jetzt. Schön. Weiteren Ding. So, mal schauen. Gesamt. Also Insekten. Fabrik haben wir eine Munitionskiste übersehen. So wie eben im anderen Ding auch. Und ein Vogel fehlt uns. Hier fehlen uns 7 Vögel. Ja gut, es sind 2, glaub, gestorben. War halt auch schwer. Zwischendurch ist es, du rennst einfach nur hinten, oder? Ist halt die Frage, wo geht's denn wirklich weiter? Steht denn hier? Durchgang, Insekten. Ja. Industries. Ich jetzt überrascht, dass wir gerade direkt von dort dahin kommen. Weil, ihr kennt ja, der Weg war eigentlich ziemlich lang. Ach so, hier kriegen wir einfach eine Auffüllung von Munition. Beziehungsweise Aufwertung. Schön. Was heißt? Wie viel fehlen uns hier eigentlich? Oh. Naja. Wie gesagt, wir haben viele Bereiche noch nicht gemacht. Also den Bereich hier voran. Es hieß auch, dass es 2 Königinnen gibt, die den Takt angeben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die zu sehen bekommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn der eine Tamarin, der Baby Tamarin, gefangen gehalten wird, dass derjenige halt bei denen ist. Die merken auch, wenn ich Granaten werfe, dass die wegrennen müssen und so. Ist das Gefühl? Oder die rennen einfach so oder so. Irgendwann mal weg. Ich finde jetzt schade, dass halt hier eigentlich mehr oder weniger alles so gerade nur Schulterbereiche kommen. Aber gut, sie sind relativ kurz. Das Gefühl. Ist dahinter ein Vogel? Nichts. Ist dahinter kein. Okay. Aber wie gesagt, das Spiel hat eine sehr interessante Kombination aus Jump and Run und anderen. Ich muss schon sagen, die Ameise sieht irgendwie speziell aus, aber weiß jetzt nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Ich will nicht unbedingt auf die Fässer schießen, weil man weiß ja nicht. Ist irgendwo
dann mal ein Vogel dahinter versteckt. Und wenn man es trifft, dann macht's bumm und alles ist kaputt. So, immer schön umschauen, man weiß nicht. Vielleicht irgendwo eine Munitionskiste, die ich übersehe. Eben. Ah, stimmt, ich weiß, glaube, irgendwo habe ich wirklich mal eine übersehen. So. Wieder mehrere Wege. Okay. Granaten, wo erhöht worden sind? Oder? Ne, ich habe sie aufgenommen. Was wurde denn erhört? Erhört. Raketenwerfer wahrscheinlich. Ich hab die Uzi. Okay, Checkpoint wenigstens. Danke. Schau mal. Fliegende Gesellen. Und sind die doch da rumgeflogen? Das fliegen die irgendwie gerade nicht. Ich weiß, die schießen auf irgendwas. Okay. Sehr eigenartig. Bitteschön. Manche Bereiche finde ich ein bisschen leer. Aber ich sag's mal so, es darf es auch geben. Ne? Ich meine, es ist detailreich. Oder können wir hoch? Oder auch nicht? Also es ist sehr detailreich, wo man sich zwischendurch auch so denkt, was könnte hier sein? Das war auch bei Just for Gemini schon der Fall, dass es Orte gab, wo man sich einfach gedacht hat, was ist denn hier? Da gibt es doch gar nichts. Hier sind halt einfach Container, kleine Container aufeinander gestapelt. Naja, ein bisschen sehr kleine Container. Den Bereich kenne ich doch schon. Jawohl, definitiv. Könnte ich ja mal schauen, ob ich die zwei Vögel, die ich damals, die gestorben sind damals, ich die holen könnte, wenn ich dann dahin komme. Jawohl, den habe ich heruntergeworfen. Weiß noch den Igel, bis ich den hier gefunden habe. Also echt. Wie der andere da liegt. Als würde er genauso stehen wie der andere. Also, hier können wir schon mal mit Raketenwerfer da aktivieren, naja, können theoretisch. So, die Frage ist natürlich, können wir auch zurückgehen? Das ist möglich. Ich meine, das ist doch offensichtlich, dass hier das Ding war. Es steht sogar. Können wir da zurück? Jawohl. Ist noch ein bisschen herumgebackt. Oha! Okay, der wurde auch mal erschossen. Gerade die Waffe nicht wechseln, dachte, naja gut, dann schieße ich ja mit einem Raketenwerfer auf den.
Die erwarten uns nicht von, der Seite, ne? Ist wie so, hä? Woher kommt denn der Tamaran? Der kommt aus der Fabrik raus? Ja, und aus der Industrie, meine ich. Unmöglich. Die Türe, da kann ich nicht durch. Ich habe nicht gerade einen Vogel gehört. Da oben sind die Feuersameisen. Okay, den kann ich irgendwie nicht holen. Ich meine, ich kann nicht weiter zurück. Wahrscheinlich brauche ich da einen Scholder und von der anderen. Ah, oder so. Dass der noch lebt. Wir schauen mal, ob es geht. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel das so vorgesehen hat. Okay, anscheinend nicht. Na gut, dann können wir halt nur dort weiter, wo wir weiter können. Klingt plausibel, ne? Weil da, wo wir rausgekommen ist, kommt man eigentlich ja nur hin, wenn man das Ganze gemacht hat. So. Da oben war ja auch noch ein Vogel. Okay, die leben noch. Eigentlich sollte das uns gar nicht interessieren. Naja, solange die uns nicht stören, dann wir hier durchgehen. Okay, Checkpoint, wenigstens ein Checkpoint. Das finde ich schon mal schön. Das ist ein Gegner mit Waffe. Naja gut, ein Gegner ohne Waffe gab es ja in dem Spiel zwar schon, aber... Ja, schießt euch gegenseitig ab. Das finde ich sehr schön. Kriege ich dich eigentlich? Schade. Sah gerade so aus, als wäre auf dem Ding oben drauf gestanden. Naja, das Auge täuscht zwischendurch auch mal. Also hier, dass er irgendwie so gerade so war. Vielleicht hat er auch ein bisschen herumgebackt. Oder weil er das Schild, den Schild nach oben genommen hat. Wo wurde ich denn beschossen? Ah, da hinten ist noch ein. Mich da gut umgeschaut? Da kann ich nicht durch. Granatenvorrat erhöht. Granaten brauche ich irgendwie gar nicht so oft. Obwohl sie eigentlich sehr gut sind. Wer hier hinten gerade noch? Raketenwerfermunition erhöht. Zwischendurch leckt das Spiel. Also, lecken heißt für mich nicht flüssig laufen, ne? FPS-Anzahl auf 30 oder so. Nicht durchgängig mit 60 FPS.
Danke, dass du stehen geblieben bist. Das hilft mir sehr viel weiter. Entweder hat die Türe sie eingequetscht oder... ja. Oder meine Granate ist explodiert und hat sie getötet. Eins von beiden. Ja, ich wusste es. Das wusste ich auch, dass das passieren könnte. Nervig. Ja gut, die Zeit wäre fast um. Ich mache euch die Freude und lasse euch noch 100 Minuten weiter schauen. Nein, nein, 100 nicht. Wieso stehst du auch so falsch? Ah ja, die Munition... Die speichert er ja komischerweise. Und ja, ich habe schon gesehen, dass da hinten bei mir auch noch ein Gegner ist. Aber noch ein Gegner. Schieb den Körper einfach wieder auf die Seite. Das finde ich echt nice. Ah, maximale. Stimmt, euch habe ich eine Granate. Hey, ich werf die Granate, aber er wirft sie nicht. Hallo, ich drücke. So. Irgendwie die Granate braucht sehr lange, bis er die wirft. Kommt ihr? Jetzt alle. Liebe Leute, ich bedanke mich jedenfalls fürs Anschauen von Let's Play Tamaran. Wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Danke, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.